Es geht um Zehntel. Es geht 100. Um Zehntel. Es geht um Zehntel. Okay. Gut, ja, dann mal an alle hier herzlich willkommen zu einem neuen Edu-Talk, dem ersten Edu-Talk in diesem Jahr mit meinem werten Kollegen, dem Michael Grunewald, heute zusammen aus dem Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung. Und das Thema ist heute hybride Veranstaltung. Das ist ein Thema, was uns schon sehr, 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 sehr lange auch begleitet. Bin jetzt hier auch so, genau. Ich musste über gerade stumm schalten, Entschuldigung, richtig. Genau, also wie gesagt, hybride Veranstaltung, ein Thema, was uns schon jetzt länger als auch die zwei Corona-Jahre jetzt begleitet. Und in letzter Zeit nehmen natürlich sehr viele Anfragen auch zu, auch Fortbildungsbedarf nimmt zu. Wir haben eine Langzeitfortbildung über 5 Monate auch konzipiert zum Thema Hybridveranstaltung und auch sehr viele Erfahrungen, dass wir einfach mal gesagt haben, wir wollen im ersten Edu-Talk jetzt einfach das Thema jetzt auch widmen, über hybride Veranstaltungen reden und laden natürlich auch ein, mitzureden. Also zum einen hier, zum anderen, wir streamen auch live auf Facebook, auch da die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Kommentare zu schreiben, die wir dann hier mit einbringen. Ja, Michael, wann fing es denn mit dir an im Zentrum mit hybriden Veranstaltungen? Und vor allen Dingen, was waren denn das für hybride Veranstaltungen? Ja, auch erstmal von mir einen wunderschönen guten Morgen. Die Frage von, was ist eine hybride Veranstaltung, ist ja immer schon ein bisschen, sag mal, Definitionssache. Aber aus meiner Perspektive vielleicht nochmal den Begriff der hybriden Veranstaltung. Für mich ist hybride Veranstaltung immer, wenn Menschen physisch vor Ort zusammenarbeiten, zusammen etwas machen und andere, die nicht physisch vor Ort sind, daran teilhaben. Nicht nur als Zuschauende, auch das kann man ja schon als hybride Veranstaltung, beispielsweise ein Stream, wo das, was analog vor Ort präsentisch passiert, einfach nur in die Welt hinaus gestrahlt wird. Im Prinzip klassisches Fernsehen, wenn man einer Talkshow zuschaut. Das wäre für mich noch keine hybride Veranstaltung. Veranstaltung ist für mich in dem Sinne, wenn diejenigen, die nicht physisch vor Ort sind, eine Möglichkeit der Interaktion haben. Das heißt also teilhaben können an dem, was da ist, über die Zuschauerrolle hinaus. Ja. Und in dem Sinne hat es angefangen, ich würde mal sagen, ja, kurz vor Anbeginn der Pandemie, also dass man sich darüber unterhalten hat, wie können wir eigentlich zusammenarbeiten, ohne gleichzeitig vor Ort zu sein, im Sinne von auch mit Bild. Ja, tatsächlich hybrid, also zu sagen, wir haben Menschen, die sind nicht physisch an einem Ort und arbeiten trotzdem zusammen. Ich habe 2001 eine Firma begleitet bei der Digitalisierung ihrer ganzen Arbeitsabläufe. Und die waren tatsächlich schon so, dass dann auch diskutiert werden musste, wie machen wir das alles? Wie organisieren wir diese Zusammenarbeit zwischen den Menschen, die physisch im Büro sind oder physisch in der Firma sind und den Menschen, die im Außendienst sind. Und da ging es schon los. Aber es war eben noch nicht bildbasiert, also videobasiert mit Konferenzsystemen, wie wir sie heute haben, sondern ging eigentlich hauptsächlich um Textmitteilung und das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Ja, wir haben ja im Zentrum Bildung 2018 angefangen. Das war auch vor der Pandemie mit dem Smartphone-Entdecken-Projekt. Das war einfach das Projekt, wo wir gesagt haben, wir wollen Zugänge bieten. Ja, das heißt einfach, die Leute gerade auch im ländlichen Raum, die nicht die Möglichkeit haben, vor Ort zu kommen, trotzdem eben an einer Veranstaltung teilzunehmen, hatten damals schon mit Zoom gearbeitet und auch mit steuerbaren Kameras, mit Funkmikrofonen und uns eben auch Gedanken gemacht, zu übertragen. Was mir jetzt aber, wie gesagt, auffällt bei dieser Debatte, wenn wir über hybride Veranstaltungen reden, reden wir in der Regel immer über was Unterschiedliches. Wir kriegen ganz viele Fragen, wir wollen Hybridveranstaltungen machen. Dann ist meine erste Frage immer, was wollt ihr eigentlich konkret machen? Mhm. Und dann, wie du schon sagst, oft geht es einfach nur darum, einen Inhalt, eine Botschaft, eine Nachricht in den digitalen Raum zu übertragen, zu streamen.
reine Übertragung. Andere sagen, okay, wir möchten gerne Leute irgendwie beteiligen über einen Chat, über Smartphone-Apps oder wie auch immer. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, wir wollen wirklich, dass die Online-Gruppen und die Offline-Gruppen gemeinsam auch miteinander arbeiten können. Genau. Ja, und das ist ja einfach so die Frage, und das muss man immer am Anfang klären, diese Anfragen, die an mich gerichtet werden, ob ich irgendeine hybride Veranstaltung moderieren kann, ob ich etwas Technik beitragen kann, ob ich etwas mitorganisieren kann, ist für mich auch immer die gleiche Frage. Also um was geht es eigentlich? Ja, und da würde ich doch jetzt einfach mal die Frage auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Zoom, aber natürlich auch auf Facebook geben. Deswegen gucke ich jetzt hier auch immer wieder auf meinen Laptop, weil wir ja auch live nochmal auch streamen. Was ist denn für euch hybrid? Also habt ihr schon bestimmte Erfahrungen gemacht, vielleicht selber schon was angeboten? Habt ihr bestimmte Definitionen davon? Wie gesagt, meldet euch einfach mal zu Wort. Und ich sehe, der Josef meldet sich und den hole ich doch direkt mal mit zu uns. Hallo Josef. Josef, wir hören dich noch nicht. Entschuldigung. Das war wieder ein Doppelklick. Ja, Josef, wir hören dich immer noch nicht. Das war jetzt so ein Doppelklick, das Mikro ist immer noch stumm. So, jetzt müsste es gehen. Jawohl, super. Ja, schönen guten Morgen auch von mir nochmal. Ich habe mich deswegen gleich gemeldet, weil ich ein ganz aktuelle Erfahrung habe mit so einem Hybrid-Seminar. Vor etwa knapp 2 Wochen hatte ich an einem Hybrid-Seminar teilgenommen, einer großen Bildungseinrichtung in Stuttgart. Und das war so organisiert, wie ich mir das eigentlich auch vorgestellt hatte. Es gab also einen Moderator oder 2 Moderatoren, die saßen in der Bildungseinrichtung in einem Seminarraum. Dazu kamen 2 Personen, die auch dort in diesem Seminarraum saßen, weil sie die Geräte dort nutzen wollten, daheim keine hatten. Und zu Hause in den Büros oder im Wohnzimmer oder wo auch immer saßen etwa nochmal 8 Teilnehmer. Und so ist es da gelaufen. Über die Erfahrungen kann ich dann nachher vielleicht noch was dazu sagen. Sehr gerne, sehr gerne. Genau, wir sammeln ja jetzt gerade einfach nochmal, vielleicht sind ja noch andere Personen. Ich sehe, der David Rödler, der hat jetzt was hier in den Chat geschrieben, eine Sammlung, und der Vollständigkeit halber. David, ich kopiere deinen Beitrag jetzt einfach mal und füge ihn auch in den Livestream auf Facebook ein, dass dort der Link auch da ist. Aber vielleicht magst du ja auch noch kurz was dazu sagen. Also ich habe seit 10 oder noch mehr Jahren mich mit hybriden Settings beschäftigt und auch immer versucht, die Technik auszubauen. Aber ich sehe, dass mit Methode ist auch ganz was Wichtiges. Also wie werden hybride Bildungsveranstaltungen moderiert zum Beispiel? Wie schafft man wirklich gut Interaktion zwischen beiden Gruppen? Und was mich auch sehr beschäftigt hat, und da habe ich den Link jetzt dazu reingepostet gerade, wie macht man informelle Kommunikation im Hybriden? Also das ist bei Offline nie ein Problem, weil Offline hat man Kaffeepause. Online ist es schon deutlich schwieriger, da gibt es aber nette Tools dafür und man kann irgendwie Kleingruppen bilden, aber Hybrid ist es nochmal die richtig super Herausforderung. Ja. Ja, danke, David. Ich habe deinen Beitrag jetzt einfach 1:1 kopiert und in Facebook eingetragen als Kommentar. Von daher als Ergänzung, das schreibe ich jetzt nicht aus der Ich-Perspektive, sondern das ist ein Kommentar vom David Rödler. So, jetzt haben wir die Susanne Hübel mit einem Kommentar. Hallo, Susanne. Guten Morgen, hallo. Kommentar und auch direkt mit einer Frage verbunden. Ich bin in einem Fort- und Weiterbildungszentrum in Mainz hier beschäftigt und wollen uns jetzt auch so, eins unser Jahresziel ist auch genau, uns ein bisschen im hybriden Raum mal auszuprobieren. Das heißt, wir haben wirklich von Fachtagungen bis zu eintägigen Seminaren für pädagogische Fachkräfte, auch bis zu langfristigen Weiterbildungen, so alles im Sortiment. Konkret plane ich jetzt im März ein 2-tägiges Seminar mit einer Referentin, wo wir wahrscheinlich mal ausprobieren wollen, das hybrid zu veranstalten. Das heißt, es wäre wirklich auch so, dass 10 Teilnehmende vielleicht vor Ort in Mainz wären, 10 Teilnehmende digital zugeschaltet via Zoom und auch einfach die Möglichkeit da sein soll, auszutauschen. Also quasi das dritte Setting, was ihr eben beschrieben habt. Also wo es wirklich darum geht, auch gemeinschaftlich zu arbeiten. Und da
nehme ich gerne noch Tipps, Anregungen mit, worauf wir im Vorfeld bei der Planung achten sollten. Ja, gerne. Dankeschön für den Kommentar. Und da sprichst du auch eine ganz, ganz wichtige Sache an, nämlich die Planung von Veranstaltungen. Und das ist auch etwas, was ich ganz wichtig finde, dass wir auch erstmal. Moment, bitte. Ah, da ist er, der Frosch im Hals. Genau. Dass wir uns zuerst einfach mal darüber im Klaren werden, was wollen wir eigentlich überhaupt machen. Das heißt, in was für einem Raum arbeiten wir, mit wie vielen Personen arbeiten wir, wie sollen die Personen sich beteiligen können, gibt es Online-Teilnehmer, Offline-Teilnehmer und vor allen Dingen eine ganz wichtige Frage, was kann ich den Personen auch zumuten? Also was kann ich auch den Personen vor Ort auch zumuten? Denn letztendlich, wir werden gleich mal auf diesen Begriff des digitalen Grabens zu sprechen kommen, brauchen wir eine gemeinsame Ebene, wo Online- und Offline-Teilnehmende miteinander arbeiten können. Und das kann eigentlich nur im digitalen Raum passieren. Und wenn ich eine Zielgruppe habe, wo ich ganz klar sage, der traue ich das nicht zu, das will ich nicht oder die wollen das nicht, dann wird das natürlich schwierig. Aber digitaler Graben, Michael, da hattest du dir ja auch schon mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Also was ist denn das digitaler Graben? Worauf muss man dann achten? Ja, im Gegensatz zu präsentischen Veranstaltungen ist ja dadurch, dass nicht alle im gleichen Raum sind, die Frage der Interaktion, also der Kommunikation untereinander, eine große Frage. Und da ist immer die Frage, wie kann man es schaffen, dass diejenigen, die, ich sage jetzt mal, draußen sitzen, die nicht alle die gleichen Kompetenzen im Umgang mit den Gerätschaften haben, wie können die teilhaben an dem, was vor Ort passiert? Ich will es mal an einem Beispiel machen. Ich habe vielleicht eine Veranstaltung, klassische Veranstaltung. Man hat eine Referentin oder einen Referenten, der einen Vortrag hält, sitzen das Publikum im Saal und es gibt 10 zuschauende Menschen außerhalb. Und dann sagt man, man möchte jetzt klassisch in Arbeitsgruppen gehen. Ja, die präsentisch vorhanden sind, werden in 2 Gruppen eingeteilt. Es gibt 2 Gruppenräume. Und die alleine zu Hause sitzen, kann man vielleicht auch zusammen in eine Gruppe bringen. Ja, oder, das ist ja eine Frage der Planung, Veranstaltungsplanung, oder man kann auch diejenigen, die zu Hause sitzen, alleine vor ihrem Computer mit einem Teil der präsentisch vorhandenen zusammenbringen. Die Frage ist immer, wie kann man miteinander arbeiten? Und da gibt es einfach aufgrund der unterschiedlichen Kompetenzen Einschränkungen in den Möglichkeiten, dass man sagen kann, also wir haben beispielsweise in Gruppen dann eine klassische Metaplanwand, also eine Wand, in der man Kärtchen hängen kann. Das lässt sich natürlich digital abbilden, aber nur, wenn der Zugang zu der Technologie, nehmen wir jetzt mal so Tools wie Conceptboard oder Miro, wenn dieser Zugang zu den Möglichkeiten, die geboten werden, auch den Möglichkeiten entspricht, die die Teilnehmenden haben. Und da hast du ja schon das Richtige angesprochen, wie viel kann man zumuten? Und da muss man in der Veranstaltungsplanung eben sehr stark darauf achten, dass die Dinge, die man einsetzen möchte, entweder im Vorfeld schon bekannt gemacht werden, sodass man das schon mal üben kann, oder eben wirklich niedrigschwellige Dinge einsetzen. Also ich würde immer sagen, sachgemäß. Ja, ich brauche kein riesiges Tool, wenn es mir nur darum geht, dass jemand ein Kärtchen an eine digitale Pinnwand hängen muss. Ja. Jeder hat das fast vollkommen recht. Und ich meine, das zeigen wir ja auch immer so schön auch in unserer Fortbildung, an dem Beispiel gerade dieser Whiteboard-Tools. Es gibt ja unterschiedliche Whiteboard-Tools, wo man eben, ich sag mal, diesen methodischen Schritt der Metaplankartenwand ja auch mit digital umsetzen kann. Also ich habe einen Begriff, den möchte ich auf eine Karte schreiben und den an eine digitale Wand hängen. Und da gibt es sehr, sehr einfache Tools, wie zum Beispiel Flinger, die sind unheimlich intuitiv auch zu benutzen, aber auch eingeschränkt in den Möglichkeiten. Aber es gibt dann natürlich auch so Boards wie Miro, Konzeptboard, Mural, die im Prinzip ja komplette Moderations-LKWs mit Anhänger und Dachbox sind, mit denen man alles machen kann, aber entsprechend sehr, sehr umfangreich. Und ich glaube, da muss man dann einfach schauen, okay, was kann ich zumuten? Oder wenn ich einen Prozess habe, der etwas komplexer vielleicht auch in der technischen Umsetzung vor Ort ist, dass ich dann jemanden bestimme oder jemand habe, der diesen Dokumentationsschritt dann übernimmt für die Online-Gruppe. Genau, das kann ja auch für die Offline-Gruppe
zusammen. Also ich habe diese 10 Personen, die in der Arbeitsgruppe sitzen, aber die haben nicht alle ihren Laptop und haben alle ein Smartphone, sondern die sind vielleicht auch ganz analog ausgestattet und einfach präsentisch da und sagen, wir sind hier in der Arbeitsgruppe. Dann müsste man gucken, wie man dieses Arbeitsgruppenergebnis oder den Prozess dessen, was in der Arbeitsgruppe passiert, analog passiert, wie man das sozusagen in den digitalen Raum bringt, indem zum Beispiel jemand mitprotokolliert und das, was gesagt wird, eben dann an das Board macht. Ob das jetzt Flinger ist oder Konzeptboard, Miro oder Mural oder was auch immer, Onco, da gibt es ja viele Tools, die das können, aber dass man eben sagen kann, auch das gehört einfach in diese Veranstaltungsplanung einer hybriden Veranstaltung rein. Mhm. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, einige haben ja schon auch schon Erfahrung, was denkt ihr denn, sind so, ich sag mal, Must-Haves, also Sachen, die wir unbedingt haben müssen bei hybriden Veranstaltungen, Sachen, auf die wir nicht verzichten können, Sachen, die unabdingbar sind oder ich sag mal, ist eine hybride Veranstaltung so niederschwellig umsetzbar, dass man das mit eigenem Equipment machen kann? Also würden mir jetzt auch spontan erstmal so ein paar Sachen einfallen, aber ich lasse natürlich auch gerne die Worte hier, die Leute hier auch gerne mal zu Wort kommen. Schreibt es gerne in den Chat oder schreibt oder meldet euch. Aber vielleicht gebe ich in der Zwischenzeit die Frage auch erstmal an dich weiter. Was wären dann einfach Sachen, die unabdingbar und wichtig sind? Naja, es ist ja erstmal so, dass man, ich sag mal, in dem physischen Raum der Veranstaltung ein Veranstaltungssetting aufbaut, dass eben diejenigen, die draußen sind, nicht als zweitklassig deklassiert. Mhm. Das ist ja sozusagen auch schon mal ein Teil des Grabens, ja, dass man sagen kann, wir sind es ja gewohnt aufgrund unserer, sag mal, kulturellen, historischen Entwicklung, dass wir präsentische Veranstaltungen immer bestimmt organisieren. Wir haben einen Raum, in dem wir sitzen, wir haben vielleicht Gruppenräume und. Wir haben meinetwegen Zuschauerinnen, Zuschauer und ein Podium oder was auch immer. Und dieses Setting abzubilden in den digitalen Raum ist nicht so einfach. Das ja? ist richtig, ja. Sondern man muss dann schauen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache es mal ein Beispiel, ich habe einen Raum präsentisch, habe hier das Publikum, ja, die Kamera ist aber vielleicht da und ich rede die ganze Zeit zu dem Publikum, das hier ist. Dann sind die Menschen, die da draußen sind ein Stück weit abgehängt, ja, weil sie gar nicht angesprochen werden. Ja. Und das muss man einfach in dem Setting berücksichtigen, dass es möglichst diesen Unterschied zwischen präsentisch vor Ort und ihr da draußen so gering wie möglich gehalten wird. Da haben wir ja mehrere Möglichkeiten, sowas auch umzusetzen. Ja, also ich bin dann ja auch eher dann auch zum Gucken, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, so die visuelle Kommunikation. Wir wollen ja auch, wenn wir mit Leuten reden, dass uns die Leute anschauen. Genauso sollen wir die Leute auch anschauen. Und wie können wir das umsetzen? Und digitale Formate, die laden ja förmlich auch dazu ein, mit mehreren Perspektiven und von mir aus auch mit mehreren Kameras zu arbeiten. Und ich meine, spricht jetzt ja auch nichts dagegen, dass ich jetzt zum Beispiel, ich sitze jetzt hier noch mit einem Laptop, der ist jetzt auch verbunden mit der Zoom-Konferenz, dass ich dann hier einfach die Kamera, ich sag mal, mitbenutze, das Video starte und dann hier im Prinzip kann ich mit dazu holen als Spotlight-Video und dann habe ich jetzt hier einfach nochmal einen separaten Blickkontakt in die Gruppe mit rein. Und in den Veranstaltungen, ja, mache ich das in der Regel, indem ich mir, ich sag mal, ja, nochmal Geräte mit hinsetze, zum Beispiel ein iPad auf dem Ständer oder ein Tablet auf dem Ständer nehme, was ich dann im Prinzip in Blickrichtung zum Publikum positioniere, reinspreche und dann eben über die Tablet-Kamera eine zweite parallele Blickrichtung auch nochmal anbiete. Und letztendlich kann der Zuschauer ja entscheiden. Ihr habt ja die Galerieansicht, ihr habt die Sprecheransicht. Dankeschön. Richtig. Und letztendlich kann man sich auch entscheiden, welches Bild will ich denn jetzt gerade sehen. Genau. Und die Entscheidung liegt ja nicht beim Veranstalter. Genau, richtig. Ja, das kann man ja, ich sag mal, nur zum Teil steuern, je nachdem, welche Videokonferenzsoftware auch benutzt wird.
Natürlich, natürlich. Und auch selbst jetzt, also jetzt habe ich ja ein Bild von unserer Hauptkamera. Ich habe mir ja Gedanken gemacht hier über die Inszenierung. Es ist letztendlich ja alles eine Inszenierung über Bildausschnitt, Motiv und wie auch immer. Das ist ja das, was wir durch ein sogenanntes Spotlight-Video bei Zoom jetzt erstmal vorgeben. Das ist so eine Art manipulierte Sprecheransicht. Und das ist auch die Ansicht, die jetzt hauptsächlich aufgezeichnet und mit in den Livestream übernommen wird. Aber nichtsdestotrotz hat jeder von euch die Möglichkeit, in die Galerieansicht zu wechseln oder sich selbst ein anderes Video anzupinnen. Und es spricht ja überhaupt nichts dagegen, jetzt auch mit mehreren Videoperspektiven zu arbeiten. Aber was da halt wichtig ist, nur ein Audiokanal. Das heißt, der Laptop, der muss stumm geschaltet sein, beziehungsweise gar nicht per Audio beitreten, weil natürlich unsere Mikrofone mit meinem anderen Computer verbunden sind. Und wenn du gerade Audio ansprichst, auch da ist es wichtig und da merken wir auch immer sehr große Unterschiede in hybriden Veranstaltungen mit präsentischem Publikum, dass wenn zum Beispiel eine Person ein Handmikrofon hat und ein präsentisches Publikum vor Ort hat, dann doch die Tendenz hat, wieder mit dem Publikum zu sprechen und vielleicht mit den Gesten auch noch das Mikrofon zur Seite macht oder gar nicht mehr in das Mikrofon spricht, sondern das zur Nebensache wird. Und diejenigen, die da draußen sind, die digital zugeschaltet sind oder digital teilhaben, auch schon wieder abgehängt werden. Und es gibt ja den Begriff der Mathetik, also nicht den im Unterschied zur Didaktik, nicht die Begriffe des Lehrenden, sondern des Lernenden, also des Subjekts, die da draußen sind. Und die Wahrnehmung dessen, wie man eine Veranstaltung von außen wahrnimmt, Ton, Bild, aber auch Beteiligung, Interaktion, wie die Teilhabe an der Veranstaltung möglich ist, ist entscheidend. Natürlich. Weil jemand, der sich da abgehängt fühlt, wird so eine Veranstaltung ein zweites Mal wahrscheinlich nicht mehr besuchen. Mit der Zeit auch überdrüssig, weil die Erfahrung, und auch das zeigen, glaube ich, die letzten zwei Jahre, die Erfahrungen doch sehr unterschiedlich sind, wo man auch ganz viele schlimme Veranstaltungen besucht hat. Ich rede gerne über schlimme Veranstaltungen. Und auch, wie gesagt, hier mal an euch die Frage, was war denn das Schlimmste, was ihr mal erlebt habt? Ja, ich finde, das hat jetzt auch eine Legitimation, über sowas zu reden, weil wir gerade dabei sind, eine Methodik neu zu entdecken oder überhaupt zu entdecken, zu formulieren. Also digitale Formate, digitale Bildungsformate, hybride Formate. Und da müssen wir einfach durch Fehler lernen. Ja? Und ich meine, ich kann gerne den Anfang machen. Wir haben ganz oft am Anfang gemerkt, dass ich sage mal, schnurstracks analoge Formate 1:1 ins Digitale übersetzt wurden. Und das Schlimmste, was ich erlebt habe, das war eine Vorstellungsrunde mit 90 Personen. Und dann hatte man eben 90 Sozialpädagogen, die mal kurz was zu sich und ihrer Arbeit sagen. Das waren so die ersten 2 Stunden von dem Vormittag. So, aber wie gesagt, ich lade jetzt einfach mal dazu ein, 5 Minuten, 10 Minuten, was waren so eure schlimmsten Erlebnisse? Und Josef hat auch etwas miterlebt gemacht, bitte. Ja, ich hatte das ja vorher schon angedeutet, diese Veranstaltung, die ich vor circa 2 Wochen besucht habe, war also sonst okay, vom fachlichen Inhalt sowieso, aber die äußeren Bedingungen, da muss man eben schon sehen bei so Hybridveranstaltungen. Es war ja so, dass die 2 Dozenten in einem Seminarraum saßen, in dem normalerweise 20, 25 Leute sitzen bei Präsenzveranstaltungen. In dem Fall waren es nur 2 Personen, die da drin saßen in diesem Raum. Und da ist natürlich die Akustik eine ganz andere. Dazu kam noch, dass die beiden Dozenten und auch die 2 Präsenzteilnehmer in dem Fall Masken tragen mussten. Ja? Und die Akustik insofern nochmal um einiges schlimmer war. Also man musste sich sehr, sehr anstrengen, um akustisch da überhaupt etwas zu verstehen. Das waren die 2 Dinge. Ich habe das aber dann auch ganz offen mit denen besprochen. Und die Akustik, das kann man natürlich in den Griff kriegen. Wenn ich jetzt euer Büro da sehe, wo ihr gerade sitzt, dann ist das mit Sicherheit akustisch optimal ausgestattet von entsprechenden Fachleuten. Bei der Veranstaltung waren es glatte Betonwände, die da außen rumfahren und nur 4 Teilnehmer, wo sonst 20, 25 drin saßen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und wir haben auch unter erwachsenenbildung.digital, haben Michael und ich vor kurzem ein Video aufgenommen, wo wir verschiedene Mikrofonarten und auch Kameras für hybride Formate auch, ich sag mal, besprochen haben. Und da ist die Raumakustik ein ganz wichtiger Punkt, weil das gleiche Mikrofon in anderen Räumen natürlich ganz unterschiedlich klingt. Und wir haben so ein Lieblingsgerät, das ist so eine All-in-One-Raumlösung mit einem Tellermikrofon. Und in meinem Büro in Darmstadt, das ist halt ein komplett nacktes Büro mit so Linoleumboden, glatte, nackte Wände, nackte Decke. Und das klingt so grausam, das klingt so verhallt, ja, so viel Schall, der da zurückkommt. Und jetzt hier in meinem Homeoffice, der Raum, der ist letztendlich mehr als doppelt so groß, aber auch jetzt hier durch so Akustikpaneelen, durch ein Greenscreen, kann man in der Raumakustik einfach eine ganze Menge machen. Hier könnte man noch viel mehr machen. Also Laminatboden ist schrecklich für Ton. Ja, auch die Decken, die sind nicht bearbeitet, aber letztendlich für unseren Zweck, erstmal ausreichend. Ja, man muss ja auch sehen, wir machen das ja auch in analogen Präsenzveranstaltungen, Klar. dass wir uns sozusagen ein Raumdesign überlegen. Wir überlegen uns, wie stellen wir die Tische, wie stellen wir Pflanzen auf, wie machen wir den Empfang. Also all das wird ja auch in analogen Veranstaltungen gemacht. Und wir haben ja einfach, was die Akustik angeht, auch schon die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel solche Mikrofone, die dauerhaft nah sind, einfach besser geeignet sind als Mikrofone, die irgendwo im Zum Raum Beispiel. stehen, weil alleine die Entfernung oder die Veränderung von Entfernung schon wieder akustisch dazu führen können, dass Menschen, die draußen sitzen, mit ihrem Ohr, ich sag mal, in Richtung Lautsprecher wandern, um noch irgendwas mitzukriegen. Und da ist einfach so ein klarer, guter Sound einfach auch wichtig. Ja. Ja, danke Josef. Wir haben, bevor die Ursula dran kommt, hier auch noch im Chat einige Nachrichten. Und zwar der Uli, der merkt seine Erfahrung an zu Mural und Co. Wenn so Tools benutzt werden sollen, ist ein zweiter Bildschirm und entsprechendes Vorwissen bei den Teilnehmerinnen nötig. Da hast du vollkommen recht. Also das ist, wir haben am Anfang auch ausprobiert, mit Miro ich sag mal, mit Gruppen zu arbeiten und haben auch sehr schnell gemerkt, der Einstieg, der fällt sehr schwer, weil einfach sehr viele Funktionen da sind, englischsprachige Oberfläche, was für viele auch schon mal so Hindernis ist. Wir haben dann letztendlich schon ein paar Videos produziert, um auch einzuführen, aber da hast du vollkommen recht, das Vorwissen, das ist erforderlich. Das ist, glaube ich, auch eher ein Tool für eine feste Gruppe oder eine Gruppe, die langfristig oder längerfristig auch zusammenarbeitet. Ja, man muss auch immer schauen. Also, du hast es ja vorhin gesagt, was können wir von den Teilnehmenden Genau. erwarten? Und ich habe ja auch manchmal in Veranstaltungen Teilnehmende, die auch nicht wissen, wie man zwischen zwei Fenstern beispielsweise bei Macintosh oder bei Windows umschalten kann. Das ist eine der großen Herausforderungen, wenn Und man dann bei hat man Zoom ein Problem. wenn man einen Link geschickt bekommt, klickt man drauf, es öffnet sich der Browser und wie komme ich wieder zurück in die Videokonferenz? Und von daher mit zwei Monitoren arbeiten, hat er ja auch geschrieben, das ist ein wichtiger Aspekt. Und er hat auch noch ein Video empfohlen, ein Video zu Audio. Ja, vielen Dank. Den Link werde ich dann auch noch mal in den Facebook-Chat mit übernehmen. So, die Ursula, die meldet sich hier noch. Hallo Ursula, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich wollte eigentlich an eurer Hybridveranstaltung teilnehmen, aber leider war ich zu spät. Und du hast eben gefragt, was war das Schlimmste? Ich erlebe halt auch jedes Mal wieder, dass Leute sich unglaublich bemühen, auch Hybrid und so weiter, was auf die Beine zu stellen, aber doch viel Wissen fehlt. Und was ich diese Woche erlebt habe, war halt, dass eine Musik aus dem Handy vorgespielt hat und meine Rückkopplungen haben mir meine Boxen fast um die Ohren gehauen. Also das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Und wenn man dann noch parallel dazu spricht, ist das also wirklich fürs Gehör eine Herausforderung. Und ich habe es kurz angemerkt, aber ich finde es auch sehr schwierig, den Leuten da dann eine Rückmeldung zu geben. Aber das war bisher das Heftigste. Das war eine tolle Idee. Ne, aber sie hat es halt anders auch nicht gewusst, wie sie es hätte machen können. Und ja, das sind dann so die Grenzen des Ganzen, des Hybriden, sage ich mal, wo man dann ja selber, wenn man es macht, nicht mitbekommt, was auf der anderen Seite passiert.
Und deswegen finde ich auch toll deine Videos, die du alle machst. Da habe ich mir schon sehr viele angeschaut. Sehr, sehr hilfreich und ein dickes Danke einfach mal an der Stelle. Dankeschön. Und übrigens auch ein Kompliment. Also ich finde, das ist ein sehr geordnetes Setting bei dir, so im Hintergrund mit dem Flipchart und den schwarzen und den ebenen. Das find ich sehr ansprechend. Aber was du sagst zu dem Ton, ganz, ganz wichtig. Also vielleicht erinnerst du dich, wir haben vorletztes Jahr eine Hybridveranstaltung begleitet in der Evangelischen Hochschule in Darmstadt. Und es war eben auch, ich sag mal, Halbhybrid mit den Referentinnen, mit den Speakern vor Ort. Wir haben uns auch mit um die Technik gekümmert und es lief alles gut. Und bis eben eine Person, die in einer Nebengruppe im Nebenraum war, nur mal kurz mit ihrem Laptop rübergekommen ist. Der Laptop war auch mit der Zoom-Konferenz verbunden. Mikrofon und Audio war aktiviert und schon hatten wir eine riesige Rückkopplung im gesamten System. Und dann fallen einem erstmal die Ohren weg. Kann passieren. Kann passieren, ist aber doof. Ja, aber auf der anderen Seite, wir haben ja auch in präsentischen Veranstaltungen Situationen, wo jemand den Raum verlässt und die Tür zuknallt oder. Ja, natürlich. Also Störungen gibt es immer wieder. Ja, und ja. Sie haben Vorrang. Ja, das bezieht sich aber eher auf inhaltliche Aspekte der Veranstaltung. Nein, ich meine, man muss immer in der Situation schauen, was man damit machen kann und. Notfalls kann man sich auch entschuldigen für eine Störung. Natürlich. Auch das gibt es. Ja, und erstmal danke, Ursula, für den Beitrag. Und ich finde das auch okay und vollkommen positiv, wenn wir auch, ich sag mal, konstruktiv mit Störungen auch umgehen. Weil es passieren einfach Fehler und es passieren Störungen, weil letztendlich wir sind ja alle fachfremd, was das angeht. Also ich selbst ja auch. Ich meine, gut, ich bin Medienpädagoge, aber ich bin kein Toningenieur, ich bin kein Akustiker und ich musste auch sehr, sehr viel mir auch aneignen und lernen. Und das geht natürlich auch nur durch Ausprobieren und auch durch Fehler machen. Und ich meine, ich hatte auch schon Veranstaltungen mit 400 Personen, wo ich eine halbe Stunde mit einem Funkmikrofon ohne Batterien gesprochen habe. Und da die Box ausgeschaltet war, habe ich auch nicht mitbekommen, dass Leute was gesagt haben, habe mich nur gewundert, dass alle irgendwie das Webinar verlassen haben. War irgendwie ungeschickt, ne? Ja. Ja, die Frage ist ja immer sozusagen, welches Veranstaltungsdesign hat man und was kann man im Vorfeld ausprobieren, ja, dass es funktioniert? Und auf der anderen Seite, und das ist das, was Ursula auch gesagt hat, ja, da probiert jemand was aus, hat jemand eine gute Idee, aber die Umsetzung ist schlecht. Und jetzt ist die Frage, ist es tatsächlich ein technisches Problem oder ist es das Problem, dass die Person, die das designt hat, nicht um ihre Möglichkeiten wusste? Ja, und da sind wir mit dem Punkt, jetzt auf mein Beispiel zu kommen. Der Fehler, der lag darin, dass ich eine Bluetooth-Box benutzt habe, die sich automatisch abschaltet, wenn kein Feedback kommt. So, das habe ich nicht mitbekommen, dass die sich ausgeschaltet hat. Beim Test hat ja alles funktioniert. Und dann sind wir dann bei so einem Punkt, wo du sagst, was ist zumutbar, womit kennen wir uns aus? Was ist denn überhaupt zumutbar, dass wir uns als Organisatoren und Organisatorinnen mit auskennen? Also wenn wir sagen, wir müssen jetzt hybrid arbeiten, wir sollen jetzt hybrid arbeiten, gibt es denn für Pädagoginnen, Pädagogen oder für Bildnerinnen und Bildner ein neues Mindestmaß an Skills, um überhaupt digital hybrid arbeiten zu können? Oder sagen wir einfach, es reicht, vom Computer zu gehen? Weil wir reden letztendlich sehr, sehr viel über Technik. Und das ist ja auch immer eine Rückmeldung, die wir ja auch immer wieder bekommen, dass das Ganze sehr techniklastig ist. Wir brauchen Mikrofone, wir brauchen Kameras. Und ich habe auch schon ganz oft die Rückmeldung bekommen, ich habe keine Lust, mich mit Technik zu beschäftigen. Ich will aber hybrid arbeiten oder digital arbeiten. Ist die Frage, was machen wir in so einer Situation? Also ist es okay? Oder sagen wir einfach, es entwickelt sich gerade eine neue Form der Arbeit, der Bildungsarbeit, die einfach auch neues Mindestmaß an Anforderungen an uns stellt. Wie seht ihr das? Wie sehen die Stellenausschreibungen der Zukunft aus? Fit in Word und Excel oder Bachelor in Akustik, Physik? Keine Ahnung, gibt es das? Die Frage ist natürlich berechtigt, Anforderungsprofile, und da würde ich immer sagen, das ist natürlich wenn man es professionell macht, vom Anstellungsträger, das heißt von demjenigen, der einen bezahlt, auch die Frage von
welche Anforderungen stelle ich an mein Personal? Also wir sind ja auch dabei, wir machen gerade die Fortbildung in Hybridmoderation, ja, dass wir sagen, wenn der Anstellungsträger sagt, du sollst hybride Veranstaltungen machen, dann gehört es natürlich auch dazu, dass die Person sich zumindest die Kompetenzen aneignen kann. Man muss nicht alles wissen, wenn man in einem Beruf startet oder in der Stelle startet, aber wenn der Arbeitgeber sagt, du sollst das machen, dann muss man auch die entsprechenden, ich sag mal, Ressourcen bereitstellen, dass die Person, die das machen soll, das auch lernen kann. Und das ist finanziell und das ist zeitlich immer wieder auch eine Herausforderung. Auch wenn ich nur noch 15 Jahre bis zur Pensionierung habe. Auch dann. Na gut. Der Wolf-Dieter Scheidt meldet sich. Guten Morgen, hallo. Ja, hallo in die Runde. Ja, ich möchte das nochmal unterstreichen, was du aufgenommen hast mit der Technik, dass man das doch häufiger erlebt, gerade in Bildungseinrichtungen, dass man sagt, ich möchte mich nicht um diese Technik kümmern. Und womit wir ganz gute Erfahrungen machen, wenn man den Begriff Technik einfach durch die Vorsilbe Kultur erweitert. Weil Kulturtechnik, auch gesprochene Sprache ist eine Technik, geschriebene Sprache, Buchdruck, das sind alles Techniken. Und es ist nicht so, ihr hattet ja vorhin die Diskussion um das Thema neue Medien, was ja auch zeigt, dass da eine Fixierung ist, dass Technik wirklich im unmittelbaren Sinn als Technik mit Geräten begriffen wird und Technik im Sinne von Sprache, Druck völlig aus dem Blick gerät. Und durch diesen Vorsatz Kulturtechnik kommt man einfach dahin, dass man sagt, es geht um Dialog, es geht um Kommunikation, es geht uns nicht um Technik, sondern es geht uns um den Austausch, die Gemeinschaft, das Miteinander. Ja, vollkommen richtig. Ja. Und das ist die Frage, wie ist diese kulturelle Veränderung? Ich bin ja Referent für digitale Welt und habe ja eher den soziologischen Auftrag zu schauen, wie verändert sich Gesellschaft durch die Digitalisierung. Es ist eine kulturelle Veränderung, ja, weil eben auch andere Dinge noch mit in das, ich sag mal, in den Lebensweg mit reinspielen, die von dem Klassischen, wie wir das mal erlebt haben, abweichen. Ja, dass heute eben die Art, wie wir kommunizieren, sehr viel stärker noch, als es vor 30, 40 Jahren war, eben auch, ich sag mal, elektronisch-technisch basiert ist, digital basiert. Ja, natürlich. Und als jemand, der digitale Hörgeräte trägt, kann ich dir sagen, dass ein großer Teil meiner Kommunikation digital gestützt ist. Aber, und das würde ich auch nochmal sagen, ich bringe das ja rein, ich arbeite ja im Zentrum gesellschaftliche Verantwortung. Es ist ja für uns nicht nur eine technische Frage, sondern es ist auch die Frage der Beteiligungsmöglichkeiten. Also wo ich dann sage, ich habe auch über solche Veranstaltungen, über hybride Veranstaltungen natürlich eine Chance, Menschen einzubeziehen in das, was wir tun, was über das Analoge, das Physische hinausgeht. Ja, dass eben Menschen, die beispielsweise bewegungseingeschränkt sind oder nicht in die Öffentlichkeit gehen wollen oder einfach zu lange Anfahrtswege, auch hier sind wir wieder im Bereich Klimaschutz und Ressourcenverschwendung, dass wir sagen, auch da bieten ja hybride Veranstaltungen eine ganze Reihe von Vorteilen, die wir auf jeden Fall auch nutzen sollten, auch aus dem gesellschaftspolitischen Aspekt. Ja. Wolf-Dieter, dir erstmal danke für deinen Kommentar. Ich greife das jetzt mit dieser Kulturtechnik einfach nochmal auf und du sagst ja auch, die Notwendigkeit, die wird in einem auch in einem veränderten Arbeitstag dann einfach entstehen. Jetzt ist die Frage, wer wird für die Umsetzung zuständig sein? Also im Moment, ich arbeite im Zentrum Bildung, ich arbeite, wie gesagt, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, ich habe Kontakt zu den Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, für den Bildungsreferenten und letztendlich heißt es immer, ja, die müssen sich darum kümmern, macht mal. Und du kennst das ja sicherlich auch, es wird bei dir nicht anders sein wie bei mir, sobald irgendwelche IT-Fragen im Haus kommen, landen die Fragen ja auch direkt bei uns, von fachlichen Fragen bis hin zu, kannst du nicht einfach mal die Videokonferenz starten? Daher mal perspektivisch gesehen, wer wird denn für die Anwendung dieser neuen Kulturtechniken überhaupt zuständig sein? Also so, muss es da wirklich in der Kompetenz der Einzelnen liegen oder muss es... Naja, wie gesagt, ich finde, das ist Sache des Anstellungsträgers nachher zu sagen, was erwarte ich von meinen Beschäftigten? Also wir kamen ja auch die Frage von, welches Anforderungsprofil man als meinetwegen Bildungsreferentin, Bildungsreferent haben muss.
wenn ein Anstellungsträger sagt, ich möchte das machen und ich möchte, dass du das machst, dass man eben sagt, dann brauchst du auch die Möglichkeit, dir diese Kompetenzen zu erwerben, wenn du sie nicht eh schon hast. Das ist ja möglicherweise bei einem Auswahlgespräch in der Stellenbeschreibung schon Bestandteil. Und wenn man das nicht kann oder nicht will, dann muss man sich das extern einkaufen. Also es ist relativ klar, finde ich. So wie man, ich sag mal, wenn man keine eigene Küche im Haus hat, sich auch ein Essen einkauft von einem externen Caterer beispielsweise, kann man natürlich auch einen externen Techniker oder eine externe Technikerin, die sich um den technischen Aspekte, vielleicht inklusive Equipment, kümmert. Aber das sind so Punkte, das muss man dann tatsächlich als Veranstalter einer hybriden Veranstaltung sich überlegen, will ich, dass meine eigenen Leute, mein Personal das machen kann oder ich selber das machen kann? Oder wenn ich das nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, dass man dann sagt, dann muss ich auch jemanden extern dafür einkaufen. Ja, also ich hatte ja direkt zu Beginn der Pandemie schon die erste Fortbildung hatten wir angeboten zum Thema Hybridveranstaltungen. Die waren natürlich sehr gut gelaufen oder sehr, 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 sehr gut besucht. Und da war natürlich auch so die klassische Erwartungshaltung, empfehle mir mal ein Mikrofon oder eine Kamera, am besten eine, die ich in die Mitte vom Raum stellen kann und die dann einfach alles aufnimmt und überträgt und macht. Im Laufe der Fortbildung kam dann auch diese Einsicht, okay, wir sind abhängig von gewissen Techniken, wenn wir gewisse Prozesse digitalisieren wollen. Und ich glaube, bei vielen endete diese Fortbildung bei der Erkenntnis, ja, dann für mich muss ich mich beschäftigen oder jemanden einkaufen, der das eben für mich organisiert oder anbietet. So einfach ist das. So einfach ist es. Ist es so einfach? Die andere Frage ist ja sozusagen keine technische Frage, sondern das ist dann die Frage des didaktischen Konzepts, also der Form, wie ich die Veranstaltung durchführe. Auch das ist ja eine Herausforderung in hybriden Veranstaltungen. Nicht nur zu sagen, übertrage ich das, und das sind ja meistens schlimme Veranstaltungen, übertrage ich 1:1 analoge physische Veranstaltungen in den digitalen Raum, sondern dann auch zu sagen, wie muss das Veranstaltungsdesign aussehen, damit diese Veranstaltung im hybriden Raum physisch und übers Internet übertragen in Außenwelten auch gut gelingen kann. Und auch das ist eine Herausforderung. Es geht nicht um Technik. Also Technik ist tatsächlich nur ein Hilfsmittel. Ja, hier im Chat steht auch von der Ursula die zwei Standbeine, Technik und methodisches Vorgehen. Und letztendlich, ja, also ich sehe das halt auch eher so, dass die Technik dann doch, ich sag mal, eine etwas eine wichtigere Rolle bekommt als nur Hilfsmittel. Denn letztendlich, wenn wir in den digitalen Raum arbeiten, wird die Wahl oder wird der Umfang der Möglichkeiten ja durch den Funktionsumfang beziehungsweise durch die Technik definiert. Also je nachdem, was ich für eine Technik verwende, was ich für ein Tool verwende, habe ich auch andere Möglichkeiten. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einfach mit 10 Leuten in einem Raum bin und einen Laptop vorne hinstelle, oder die Laptop-Kamera benutze mit dem internen Mikrofon, oder ob ich eine schwenkbare Kamera und ein Funkmikrofon habe, dann habe ich ganz andere Möglichkeiten, auch methodisch zu arbeiten. Also von daher, ja, würde ich das auch eher so sehen, wirklich gleichberechtigte Standbeine, Technik und Methodik, und Technik eben nicht nur als das Werkzeug oder als Gelingenshilfe. Ja, ich würde es, wie gesagt, ein bisschen anders sehen. Ich würde die Methodik oder das, was will ich mit dieser Veranstaltung erreichen, wie will ich Interaktion mit den Teilnehmenden schaffen, die Methodik, wie will ich das machen, das didaktische Konzept, angereichert durch Mathetik, würde ich sagen, und danach bestimme ich, welche Technik soll zum Einsatz kommen. Und dann ist Technik für mich tatsächlich ein nachgeordneter Aspekt. Ja, aber das, was du jetzt als Methodik definierst, ist doch das Veranstaltungsziel. Was will ich erreichen? Das setzt du dir fest und dann guckst du wie kannst du das umsetzen? Genau, dann kann ich gucken, wie kann ich das umsetzen. Und welche Methoden und welche Techniken nimmst du? Genau, aber die Technik, also die physische Technik, welche Mikrofone verwende ich und welche Kamera verwende ich, das würde ich sachgerecht entscheiden, weil ich sagen würde, vielleicht reicht einfach ein, ich sag mal, Saalmikrofon, wenn ich sage, man kann das rumgeben an die Person. Ja, und dann brauche ich kein, nicht jeder braucht ein Headset, nur weil da der Ton besser ist.
Ja, darum ging es mir nicht. Aber wie gesagt, die Ursula, die meldet sich jetzt gerade nochmal. Die holen wir jetzt gerne mal mit in die Diskussion. Hallo. Ich kann das nicht so ganz teilen, weil ich habe jetzt auch Leute geschult, Berater und Beraterinnen, und da steht und fällt dann extremst viel mit der Technik, weil die Person, wenn die erst gar nicht gesehen wird, weil sie so eine schlechte Kamera hat, kann sie noch so gut methodisch vorgehen, das kommt nicht rüber. Und deswegen finde ich, gerade dieses Format braucht wirklich beides. Also ich kann eine super Methodik überlegen, kann es aber technisch nicht umsetzen. Und von daher, Methodik ist für mich auch sehr wichtig, aber gerade bei Hybrid und Umgang hier, finde ich, ist es gleichberechtigt. Ja, hast du vollkommen recht. Ich meine, ich kann eine Koryphäe in meinem Fachgebiet sein, wenn ich in einem Format nicht zu hören bin, dann bringt das niemandem was. Genau, ja. Deswegen sage ich ja, und das sind wir gar nicht auseinander, sachgerecht. Ja, wenn ich weiß, dass jemand Externes eine Präsentation machen soll und er hat nur ein Flipchart, dann brauche ich natürlich eine gute Kamera, die in der Lage ist, das Flipchart auch so leserlich darzustellen, dass es die Menschen, die außen vor dem Bildschirm sitzen, auch lesen können. Fantastisch. Da sind wir nicht auseinander. Wunderbar, das freut mich, dass wir hier alle doch beisammen sind. Wunderbar, danke auch dir, Ursula, für den Kommentar. Ja, natürlich auch die Einladung für diejenigen, die per Facebook zuschauen, wenn es Ergänzungen, Kommentare gibt, einfach auch per Facebook die Kommentare schreiben. Ich habe das mit im Blick und bringe das dann auch hier gerne mit rein. Ja, gut, hybride Veranstaltungen. Wir haben jetzt über die Technik gesprochen, wir haben über Methoden gesprochen, darüber, wie, ich sag mal, sie auch eingesetzt werden können. Was glaubst du, Michael, wie wird es am Ende des Jahres sein, nach dem Sommer, wenn Corona vorbei ist? Gehen wir wieder zurück zum guten alten analogen Veranstaltungsformat oder wird Hybrid, ich sag mal, im Veranstaltungsformat in der Bildungsarbeit eine Zukunft haben? Ich würde sagen, jein. Also es gibt natürlich einen starken Drang aus einer Pandemiemüdigkeit heraus, einen starken Drang, doch wieder zum Analogen zurückzukehren. Auf der anderen Seite, und das finde ich eine positive Entwicklung, hat man ja auch aus den Überlegungen heraus, was man durch die Form der hybriden Veranstaltung auch alles an Gewinne erzielt. Also Gewinne nicht im materiellen Sinne, sondern tatsächlich Menschen hinzugewonnen zu haben, beispielsweise die zur Veranstaltung kommen oder auch ökonomisch Fahrtkosten eingespart zu haben, CO2-Abdruck und so weiter und so fort, dass man eine Mischform finden wird. Also es wird sicherlich Situationen geben, wo man sagt, da machen wir die klassischen analogen Veranstaltungen und es wird mehr, als es vor Pandemiezeiten waren, wird es hybride Veranstaltungen geben. Also wir können uns ja einfach mal sagen, und da bin ich auch bei den größten, ich sage jetzt mal, Technikablehnern doch immer vor offenen Türen, dass ich sage, also du fährst doch auch nicht gerne 3 Stunden zu einer Besprechung, wo du 1 Stunde an der Veranstaltung teilnimmst, einen Referenten hörst und dann wieder zurückfährst. Das kannst du doch im Sinne von zuhören und vielleicht auch einen Beitrag machen, auch ganz gerne, ich sage mal, digital. Und da nicken dann doch viele. Ja. Ja, ich denke, wir sind gerade in einer etwas blöden Situation, um das Thema Zukunft von Hybrid objektiv bewerten zu können. Weil im Moment haben wir ja nicht die Wahl, analog oder digital oder hybrid, sondern wir müssen digital oder hybrid machen, aus einem Zwang heraus. Und niemand lässt sich gerne zwingen. Und ich glaube, bei vielen, da entsteht aus einem Zwang erstmal eine Verweigerungshaltung. Weil viele auch das Gefühl haben, das bekomme ich immer wieder gespiegelt, dass es darum geht, das Bekannte, das Analoge abzulösen. Was ist besser? Digital, Hybrid oder analog? Und wenn ich etwas ablösen will, heißt es ja, dass das, was ich bislang jahrzehntelang gemacht habe, nicht mehr gut ist. Und ich glaube, diese Wertigkeit, die würde ich gerne aus dieser Diskussion einfach mal rausnehmen und einfach mal deswegen darüber hinaus gucken, wenn wir dann wirklich die Möglichkeit haben,
Hybrid als Ergänzung zu analog anzubieten oder auch bewusst zu entscheiden, das findet eher analog statt, das findet eher digital statt, das findet eher hybrid statt. Wobei man natürlich auch die Frage stellen kann, ab wann ist eine analoge Veranstaltung dann eigentlich schon hybrid, wenn dann das Informationsheft digital ist, wo man sich in Workshops eintragen kann über Smartphone, ist ja auch schon eine digitale Rückbindung da. Also von daher würde ich gerne mal abwarten, bis ich sag mal, wir sowas Ähnliches wie einen Normalzustand nochmal haben und dann etwas angstbefreiter und vorurteilsbefreiter vielleicht den Blick da drauf werfen wollen. Ich glaube, das würde einigen ganz gut tun. Uli meldet sich, dich nehme ich jetzt gerne mit dazu. Hallo. Hallo in die Runde. Ja, meine Erfahrung ist tatsächlich jetzt so, wir mussten ja im Lockdown gerade an den Volkshochschulen ja dann plötzlich komplett schließen und dann wanderten doch so manche Veranstaltungen in das rein Digitale. Und interessanterweise kamen dann auch aus ganz anderen Regionen plötzlich TeilnehmerInnen dazu, zu Kursen bei uns im tiefen Niederbayern hier ganz am anderen Ende der Republik. Und die dann plötzlich sagten, ja, wenn ihr jetzt wieder präsent dürft, was ist denn mit uns? Ich habe eine Gruppe gefunden, die sich vielleicht auch gut versteht. Und ja, wie geht das weiter? Wo man gesagt hat, ja, beruhigt euch, ihr könnt auf jeden Fall hybrid weitermachen und das ist auf jeden Fall eine Chance für alle. Und auch sowas gibt es. Also die Erfahrung, beziehungsweise Leute, die dann mal, sage ich mal, mir sagen, nein geschmeckt haben ins Digitale und sagen, ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Da spare ich mir vielleicht im Winter das Fahren, gerade bei uns am Land. Da bleibe ich doch dann lieber zu Hause oder ich entscheide von Fall zu Fall. Gehe ich in die VHS oder bleibe ich zu Hause? Und das ist ja auch eine große Chance aus meiner Sicht. Und viele Ängste, viele Hürden, glaube ich, sind abgebaut worden, auch bei älteren Menschen, die da sehr viel Ängste gehabt haben, sind abgebaut worden in der Zeit, weil man einfach, und da mussten wir natürlich viel Unterstützungsarbeit, auch viel Beratungsarbeit leisten, aber dass die Leute sich dann getraut haben und irgendwann gesagt haben, ja, so schlimm ist ja das gar nicht. Und dann setze ich mich mit dem iPad oder mit irgendwas zu Hause hin und mache da mit. Gerade wenn es jetzt nicht viel Technik erfordert, sondern wirklich nur, ich sage jetzt mal nur zum Beispiel ein Konversationskurs Italienisch, da brauche ich nicht viel Technik, weil da redet man ja hauptsächlich miteinander und das geht wunderbar mit wenig Technik. Und da wollte ich nochmal sagen, was wir vorhaben oder was mein großer Traum ist, in jedem zumindest kleinen VHS-Raum eine 360-Grad-Kamera, die es ermöglicht, relativ unkompliziert schnell hybrid umzuschalten, weil dann muss ich mich mit der Technik eigentlich so gut wie gar nicht beschäftigen. Weil in einem kleinen Raum ist unsere Erfahrung, funktioniert das relativ gut mit so offenen Mikrofonen, mit so einer 360-Grad-Kamera. Alle sehen alle hören alle. Sicher ist der Ton nicht perfekt. Ich würde mir das ja überlegen, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt sowas wie ihr jetzt macht, dann muss der Ton natürlich perfekt sein. Oder wenn ich einen hybriden Vortrag halte, das haben wir auch schon lange vor Corona gemacht, da spielt natürlich dann Audio und Video eine größere Rolle, dass das für alle gut ist. Aber so ein kleines Setting in einer kleinen Gruppe geht es durchaus gut, aus meiner Erfahrung. Ja, also diese Erfahrung, die du jetzt auch gerade geschildert hast, die Auflösung von klassischen präsentischen teilnehmenden Strukturen, das, glaube ich, ist auch eine große Stärke von hybriden Veranstaltungen, dass eben Menschen teilhaben können an dem, was Organisationen auch tun oder Veranstalter machen, dass eben auch Menschen teilhaben können an Veranstaltungen, ohne präsentisch vor Ort zu sein. Also ich genieße das. Ich habe, wie gesagt, super. Letzte Woche war eine super Veranstaltung in Heidelberg, abends um 7:30. Ich war aber nicht von hier aus abends nach Heidelberg, um eine Stunde einen Vortrag zu hören, der mich aber interessieren würde. Darauf würde ich niemals verzichten wollen. Und es ist schade, und das ist aber eine Entwicklung, die ich im Augenblick sehe, dass das wieder auch rückläufig ist. Ja, aber trotzdem denke ich, es wird nicht zurückgehen zum guten alten Analogen, weil wir jetzt die Erfahrung gemacht haben, dass es funktioniert. Also in der ersten Zeit haben wir sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube, da ist auch ganz viel Frust auch entstanden durch schlechte digitale Angebote, schlechte Audioqualität, eben weil viele ausprobiert haben. Aber mittlerweile, wenn ich sehe, was sich in der Bildungslandschaft mittlerweile getan hat, also auch qualitativ, das ist Wahnsinn, ja. Und von daher denke ich nicht, dass es irgendwie zurückgeht. Und ich hoffe einfach, dass diese
diese Motivation, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass die jetzt irgendwie jetzt nicht nach der Pandemie, ich sag mal, schwindet oder versiegt, sondern dass es da konstruktiv weitergeht. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Stellenangebote anschaue und sehe, dass immer mehr Einrichtungen jetzt Pädagogen für Digitalisierung, für digitale Didaktik und Gedöns, ich sag mal, einstellen, dann sehe ich auch, dass institutionell sich da jetzt gerade eine Menge tut. Klar, aber wir sind sicherlich in so einer Umbruchssituation, wo man definitiv noch nicht genau weiß, wo wird es langgehen. Aber ich bin mir sicher, dass neben der analogen, neben der präsentischen Veranstaltungskultur eben diese hybride Veranstaltungskultur eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Wir haben das ja, ich sag mal, gesellschaftlich in ganz vielen Bereichen, dass diese Veränderungsprozesse auch immer über einen längeren Zeitraum laufen. Und jetzt ist es, wie du gesagt hast, eine Pandemie, das heißt eine Zwangssituation. Viele müssen etwas machen, was sie nicht gerne machen. Viele wollen zurück zu dem, was sie ja auch ein Stück weit als entwertet erfahren, nämlich zu dem analogen präsentischen Veranstaltung. Und da wird es sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis man da, ich sag mal, von einer neuen Normalität sprechen kann. Das ist richtig. Also ich freue mich auch wieder, wenn die Leute wieder präsent treffe. Also gerade wenn ich viele Kollegen jetzt bei mir, also aus meiner Bubble, sage ich mal, die ich schon ewig nicht mehr präsent gesehen habe. Es geht ja was verloren, das ist klar. Aber ich bin mir sicher, dass das auch bei, auch jetzt wenn es nicht nur um Schulung, sondern um Konferenzen oder sowas geht, dass man sicherlich eine Mischform finden wird, dass man nicht jedes Mal, wenn ich jedes Mal nach München fahre, ist ewig weit zum Beispiel. Da bin ich auch froh, wenn ich nicht 2 Stunden im Zug hin und 2 Stunden im Zug zurück sitze. Wie sagst du, für 1 Stunde vielleicht Besprechung, das kann man online sehr gut machen. Ne? Eben. Und vielleicht kann man das ja auch so machen, dass man den inhaltlichen Teil online macht und sich dann abends zum Bierchen dann in Präsent trifft. Ne? Ja. Das ist ja auch eine schöne Art des hybriden Arbeitens. Guck mal, da meldet sich eine. Oh ja, genau. So, Uli, Dankeschön. Und dann sehen wir doch mal die. Ach, die kenne ich. Die kenne ich. Die ja. kenne ich. Uhu. Hallo. Hi. Na, bei dem Thema muss ich mich doch dazuschalten. Ah, schön, schön. Lang nicht mehr gesehen, Annika. Mensch. Ja, danke. Meine ehemalige Kollegin aus dem Büro. Ja, genau. Schön, dich zu sehen. Ja, genau. Euch auch. Danke. Und ich habe mich natürlich auch gemeldet, um nicht nur Hallo zu sagen, sondern ist natürlich auch, ich komme ja aus der gesellschaftspolitischen Jugendbildung und da ist natürlich total spannend, mit unterschiedlichen Zielgruppen, also mit jüngeren Zielgruppen in hybriden Veranstaltungen zu arbeiten. Und was jetzt so die Erfahrung ist, tatsächlich aus dem Netzwerk, aus dem bundesweiten Netzwerk, ist, gerade für Jugendliche sind natürlich Präsenzveranstaltungen aus ganz, ganz vielen Gründen ganz, ganz wichtig. Ne? Also da ist ja manchmal der Inhalt gar nicht das Thema, warum ich dahin fahre. Und das darf ja auch ruhig so sein. Und gleichzeitig ist das Spannende eben, wenn es um MultiplikatorInnen geht, ist genau dieselbe Beobachtung, die ihr jetzt auch geteilt habt. Also die Beobachtung, warum soll ich für 1 Stunde dahin fahren oder für 1,5 und ich nehme es einfach mit. Und ich glaube, da ist total wichtig zu gucken immer, welche Zielgruppe habe ich eigentlich und was braucht diese gerade auch und was biete ich da an. So kann man genauso gut auch super hybride Seminare mit Jugendlichen machen. Keine Frage, keine Frage. Aber wir wissen alle auch oder wir genießen auch alle immer das Vorortsein und das Zusammenkommen in Tatsächlichkeit. Und ich glaube, das ist gerade für Jugendliche häufig nochmal ein ganz, ganz großer Treiber und bedarf da in dieser Zielgruppe auch nochmal eine besondere Förderung in dem Maße. Genau. Und ich glaube, das ist auch nochmal, also es ist interessant, glaube ich, in dem Thema, wenn wir gucken, wie es weitergehen wird, weil ich glaube, es wird uns begleiten. Also es gibt, du hast vorhin gesagt, Tobias, da bin ich natürlich sofort wieder hellhörig geworden, wenn wir ins Normale gehen. Da habe ich eine etwas andere Auffassung, es wird einfach weitergehen. Also ne, das alte Normale gibt es nicht mehr, aber das ist nicht schlimm, das muss keine Angst machen, sondern ich glaube, das ist, also es entwickelt sich ja gerade weiter. Das ist, was Michael gerade gesagt hat, wir sind in der Umbruchphase und das ist total spannend. Mhm. Weil wir einfach Erfahrungen sammeln und Beobachtungen. Und ich glaube, da sind genau solche Austausche darüber, was funktioniert eigentlich wie und wann nicht. Und das Ausprobieren genau wichtig und richtig. Ja. Aber ich habe auch aus eurer letzten Konferenz, die ja im Januar stattgefunden hat, gehört von einem Teilnehmenden, dass er sich nicht getraut hat, vorzuschlagen, dass eure Konferenz nur noch hybrid stattfindet, weil auch bei euch Erwachsenen das Bedürfnis, sich zu treffen, präsentisch doch auch sehr stark ist. Und das meine ich, also so ein Findungsprozess, wann sind präsentische Veranstaltungen auch, ich sage jetzt mal, sinnvoll,
Ja, und da geht es nicht nur um den Inhalt, sondern auch die Frage der Form und der Kommunikation untereinander, das Bierchen am Abend. Richtig. Und wann ist es sachgemäß, würde man sagen, auch gut zu sagen, das machen wir in einer digitalen oder hybriden Form. Oder wann kann man zum Beispiel auch asynchrone Angebote machen? Also wenn es zum Beispiel um Inputs geht, um Vorträge, die ja letztendlich, also die Mehrzahl der Vorträge, die ich erlebt habe, die hätte man einfach auf Video aufnehmen können, die hätte ich mir irgendwo mal anschauen können, die man einfach von der Veranstaltung entkoppelt zur Verfügung stellen kann und sich dann für den Austausch in Präsenz trifft. Also das ist dann ja auch eine Möglichkeit. Ja. Ja, Annika, danke dir. Schön, dass du da bist. Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen quatschen. Wir sind ja gleich durch, aber wir haben noch den Wolf-Dieter Scheidt mit einer Wortmeldung. Hallo. Ja, hallo. Vielleicht hat noch jemand Lust, was zum Thema Einnahmen und hybride Veranstaltungen zu sagen. Weil wir machen die Erfahrung, dass Präsenzveranstaltungen, die 5 oder 10 Euro kosten, online gut nachgefragt sind, wenn sie kostenfrei sind und höherpreisige Veranstaltungen auch online funktionieren, aber gerade die Dinge, die in diesem Niedrigpreissegment angesiedelt sind, online eigentlich nur angenommen werden, wenn sie eben kostenfrei sind. Ich habe keine Erfahrung, weil ich in der Regel keine kostenpflichtigen Veranstaltungen anbiete. Aber also wir haben ja bei uns im Zentrum Bildung auch kostenpflichtige Online-Veranstaltungen oder eher ist aber so, wir haben auch kostenlose, weil der überwiegende Teil ist natürlich sind kostenpflichtige Angebote. Das läuft eigentlich mit einer ähnlichen Zuverlässigkeit wie, ich sag mal, vorher bei analogen Veranstaltungen auch. Es ist eher bei kostenlosen Veranstaltungen, das haben wir bei unseren Barcamps auch gesehen, dass wir dann teilweise 180 Anmeldungen hatten und dann nur 100 Leute gekommen sind. Ist wahrscheinlich die Verbindlichkeit ist noch nicht so ausgeprägt, was wahrscheinlich aber auch damit zu tun hat, dass wir auch erstmal so einen Arbeitsworkflow für uns selber entwickeln müssen, weil ich erlebe ja auch immer wieder, dass viele Leute, obwohl sie gerade in einer digitalen Konferenz, in einer Sitzung sind, nebenbei noch telefonieren oder noch in einer anderen Videokonferenz sind, E-Mails beantworten, also etwas, was wir im Analogen niemals machen würden. Also von daher, glaube ich, brauche es jetzt erst noch mal ein bisschen Zeit, bis wir in dieser digitalen Normalität auch angekommen sind. Ja, auch die Frage, sag mal, die kulturelle Frage, inwieweit man diese, sag mal, Verhaltensweisen in Veranstaltungen auch akzeptiert. Also beispielsweise des Telefonierens während der Veranstaltung. Wir haben das ja auch in klassischen präsentischen Veranstaltungen, dass dann jemand mal den Raum verlässt, um zu telefonieren. Aber ich habe ganz oft in meinen Veranstaltungen die Erwartungshaltung, dass dann das Versäumte nochmal wiederholt wird. Ja, also erst vorgestern bei einer Bildungsveranstaltung kam jemand eine Dreiviertelstunde zu spät und hat mich gebeten, nochmal alles zu wiederholen. Und das in einem 2-Stunden-Format ist natürlich nicht machbar. Dann gucke ich halt, gibt es eine entsprechende Dokumentation, dann sage ich, tut mir leid, aber hier kannst du es dir nochmal anschauen. Ja, das ist eindeutig. Also da wäre ich auch knallhart, so wie man mich kennt. Du bist sowieso knallhart. Also, wunderbar. Gut, dann auch dir Dankeschön für den Kommentar. Wir haben auf Facebook auch noch einen Kommentar von der Sabine Schröder. Da geht es auch noch mal darum, sich weitere Personen als Unterstützung dazu zu holen, ob man das nur bei Großen soll oder ob das auch für Kleine okay ist. Und da sage ich ganz klar, in dem Moment, wo es dir besser geht, wenn du Unterstützung hast, dann hol dir Unterstützung. Also da spricht überhaupt nichts dagegen, wenn ich Fachtage oder Veranstaltungen begleite, egal ob digital oder hybrid, da habe ich auch Unterstützung, Co-Moderatoren, Moderatoren, Leute, die den Chat betreuen. Und vor allen Dingen, ich appelliere oder ich empfehle auch immer Menschen, die sich noch nicht so ganz sicher in diesem Medium sind und die einen inhaltlichen Teil haben, trennt das Inhaltliche von dem Technischen, belastet euch nicht noch mit der Technik nebenbei, weil das geht dann einfach nur zulasten vom Inhalt. Und dass ich jetzt hier nebenbei noch einen Facebook-Livestream irgendwie noch betreue, das kann ich machen, weil der Michael nebendran sitzt. Aber in einer Veranstaltung, wo ich jetzt hier alleine wäre, dann ist das natürlich auch ein bisschen komplexer. Gut, wunderbar. Sind wir am Ende schon wieder angekommen. Ich finde, das war ein tolles Gespräch, tolle Beiträge, ein toller Austausch, auch ganz
schöne Rückmeldung von euch. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte gerne einladen für alle, die sich mit dem Thema Hybrid auch noch mal ein bisschen auseinandersetzen wollen, habe ich jetzt im Chat noch mal einen Link geschickt. Am 19. März laden wir ein zum Barcamp Bildung Digital. Das ist zwar per Zoom, aber mit dem großen Schwerpunkt Hybrid. Das heißt, wir werden auch mit der gesamten Organisationscrew in der mehrere Einrichtungen gemeinsam aus Mainz heraus das Barcamp moderieren. Wir haben auch inhaltliche Schwerpunkte zum Thema Hybrid. Das heißt, auch wer sich generell mit dem Thema beschäftigen möchte, ist herzlich eingeladen zu dieser kostenlosen Veranstaltung. Ansonsten gibt es die Aufzeichnung in unserem Blog unter erwachsenenbildung-ekhn.blog. Auch weitere Termine mit EduTalks. Beim nächsten EduTalk kann ich auch einladen, da ist der David Rödler mit dabei. Wir waren vorhin beim Thema Technik und es gibt immer wieder so neue tolle Gadgets und neue Sachen, die rauskommen. Und ich bin wirklich begeistert, dass es jetzt mittlerweile, ich sag mal, Sachen gibt, die hätte ich mir vor einem Jahr oder so wirklich gewünscht. Da habe ich gesagt, es gibt zum Beispiel keine anständigen USB-Kameras für Online-Formate. Da hat sich so viel getan, was Kameras, Mikrofone, Gadgets angeht. Und da spreche ich mit dem David Rödler drüber. Im nächsten EduTalk und die Termine sind alle in unserem Blog erwachsenenbildung-ekhn.blog. Gut, an dieser Stelle euch, wie gesagt, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit, vielleicht bis zur ein oder anderen Veranstaltung. Ich stoppe dann die Aufzeichnung und sage auf Wiedersehen. Macht's gut. Ich kann mich dem nur anschließen und auf Wiedersehen sagen, nur nicht mit den ganzen Gadgets und so.